Die Tagesschau ist kaputt, Leute. Da ist wohl irgendwie was passiert. Da müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz gucken, was mit der Tagesschau da passiert ist. Saubstauger wird es uns sicherlich erklären. Schauen wir mal ganz kurz, Leute, die Tagesschau ist kaputt. Da bin ich auf jeden Fall absolut nicht gespannt drauf. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Perfekt. Von Saubstauger, nicht Staubsauger. Es war schon richtig so. Death Reform, Dankeschön, Bro. Heute ist die Tagesschau kaputt. Ioi. Guten Abend. Ihr habt's gehört, Leute. Heute ist die Tagesschau kaputt. Ioi. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Tagesscheiß. Alter, heute stinkt es im Studio richtig stark wegen Jan Hofer. Fresse, ich hab heute geduscht. Arschgeil, Digga. Ich würde mir so wünschen, dass die Tagesschau genauso funktioniert. Bundeskanzlerin Merkel hat auf einer Pressekonferenz Müll gelabert, denn sie war breit wie der Strich von einem Textmarker. Das ist was Neues, dass Angela Merkel auf einer Pressekonferenz Müll labert, während sie breit ist wie ein Strich von einem Textmarker. Ich glaube schon, ja. Trainieren ist etwas ganz, ganz Starkes und Wichtiges. Tut. Als erstes möchte ich allen Menschen in Deutschland ganz herzlich das Geld aus der Tasche ziehen. Das ja, da gehen wir alle mit d'accord. Da freue ich mich über den Spitzensteuersatz. Die 50%, die kannst du haben, Schatz. Das ist nicht mehr... Solange Merkel, mach Shisha bitte auf, dann ja. So, dass das überhaupt nicht geht. Ich erhöhe einfach noch einmal ganz schön die Steuern, damit ich mir mein Toffifee kaufen kann. Denn Toffifee ist fucking geil. Alles andere wird uns in große, große Schwierigkeiten bringen, wie wir es gewohnt sind. Ich schwöre, ich glaube, kennt ihr das, wenn ihr furzt und ihr wisst nicht, ob ihr eingeschissen habt? Ich bin mir gerade die ganze Zeit nicht sicher. Das heißt Anna. Ich glaube, das war heute eine sehr verantwortungsbewusste Diskussion. Alltag, ich glaube, ich habe meinen Kuchen im Backofen vergessen. Ja, hol den raus, Merkel, hol raus den Braten. Das ist nicht gut. Die Kanzlerin geht. Die Kanzlerin sprach von einer außergewöhnlichen Lage. Arschgeil, wirklich, hat mir wirklich weitergeholfen. Lage. Die EU-Kommission klingt hier so, es ist insane. Hat einen Aktionsplan vorgelegt. Er zielt unter anderem darauf, die EU-Klimaziele zu vernichten. Finde ich gut. Wir sollten die Klimaziele auf jeden Fall unterbieten und vernichten. Absolut richtig. Hersteller sollen zum Beispiel in ihre Geräte scheißen, dass sie nicht nutzbar sind. Ökodesign, weg von Nachhaltigkeit. Sehe ich 1:1 genauso. Deshalb fahre ich AMG. Hin zu Wegwerf, denn unser Verstand ist am Limit. Die Pläne sollen trotzdem bis spätestens 2021 in Gesetze umgesetzt werden. Warum ist da WD-40 auf dem Band, Digga? Was soll das? Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist angepisst. Verstehe ich, nachvollziehbar auch. Dieses Klimagesetz könnt ihr euch in den Arsch stecken. Digga, es ist einfach nur, also, wer gibt dir so viel Arbeit für so viel Scheiße? Bist du hier noch, Alter? Warum? Weiß ich auch nicht. Ehrlich so, geh mal wieder nach Hause, du vollkommen Spast. Wie bist du überhaupt Schriftsprecher geworden? Ja, ich bin halt 50 Millionen Mal seriöser und professioneller als du. Nee. Okay. Fändet ihr es auch geil, wenn sich bei der Tagesschau einfach Leute miteinander betteln würden? Mäßig so. Müssen sich auch im Ausland... Digga, diese Augenbrauen gerade, guck mal. Müssen sich... als du. Nee. Deutsche müssen sich auch im Ausland an Grundrechte halten. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Die Bundesregierung will... Das Bundesverfassungsgericht, wir lieben es. ...dem Bundesverfassungsgericht nun zügig ein neues, vernünftiges Gesetz vorschlagen, weil das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht einfach total scheiße ist, sagte Staatssekretär im Kanzleramt Scheißmann. Die Bundesregierung will... den Internet- und Handyempfang deutlich verbessern mit Investitionen von mehr als 1 Euro. Die Bundesregierung. Finde ich eigentlich cool, dass hier mindestens 1 Euro in die Hand genommen wird, Leute, von der Bundesregierung. Das finde ich echt eine sehr, sehr noble Aktion, muss ich sagen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich direkt einen 5G-Turm neben meiner Wohnung hätte, damit ich endlich Corona bekomme. Ja, und den Rest werden wir dann sehen, wie es kommt. Ne? Dankeschön. Die Regierung will mit der Digitalisierung endlich vorankommen. Guter Witz. Lel. Und hier die Lottozahlen. 4, 10, macht keinen Bock. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und in Ihrem Kühlschrank. Und nun perfekt, schaut mal ganz, ganz genau rein. Nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 69. Dezember. Der Dezember. Bald explodiert mein Kleiderschrank, lol. Das Erzgebirge entfernt sich heute Nacht nordostwärts. Jetzt das ganze Gebirge fährt heute nordostwärts.
Abricht voll Bock auf Kinderriegel. Löhl, ich auch. Lass mal auf entspannt einfach gehen. Ja, Alter. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lel. Zwischendurch einen Moment innehalten. Digga, also ganz ehrlich, das war wieder sehr, sehr wild. Das war wirklich sehr, sehr wild.